Hallo und herzlich willkommen zu F1 2017 Kanada Rennen mit James, Hallo. Matthias. Hallo. Hallo, So, hallo. hier seht ihr meine Ja. Strategie. Ich habe die Ja, ganze Zeit meine seht ihr auch schon. bearbeitet. Ich habe auch schon angefangen. Ich muss nur noch gerade das Notfall-Cola-Glas füllen. Ich probiere einfach und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann muss ich die ändern on the fly. Ja, was probierst du denn? Nix. Lass uns bitte teilhaben an. Reifen schon zu fahren. Das sollte ich können. Ach so, Sprit, 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 Sprit. Sprit, 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 ja, habe ich gerade auch gemacht. Ich habe natürlich wieder weniger mitgenommen, so wie in Oh. Monaco. Du hast Okay, wir wieder haben gerade weniger, den ja. Straßen gedrückt. Ich hoffe, ihr wart soweit fertig. Ja. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, War ich. Entschuldigung. Nö, ist okay. Ich war ja soweit. Oh, Raikön. Danke. Losfahren war Etwas geil, mehr. Jeff. Jeff sei leise. Er ist angekommen, bestätige. Nee, fliege. Jeff sei leise. Geh auf den zweiten Bildschirm, aber nicht auf den ersten. Und vor allen Dingen Also nicht ich auf meine möchte Nase. mich dann nochmal an dieser Stelle bei meinem Teamkollegen bedanken, der mir die Pole gesichert hat. Also was, Cody? Ja? Wie lange möchtest du denn am Start stehen? Gar nicht. Ich möchte schon irgendwie durchkommen. Nein, ich meine, wie lange du darauf warten willst. Ach so. Ja. Ich finde diese Kollektivstrafe jetzt nicht gut. Du kannst ja auch langsamer fahren. Ich kann doch nichts dafür. Mama. Echt mal, halt Matthias da raus. Echt mal, hallo? Hier, geht gar nicht. Muss er ganz in Ruhe, ganz gechillt. Ist ja nur Einführungsrunde, weißt du? Ja, ist ja alles gut. Ja, finde ich Ich auch. warte dann auf euch. Ja, finde ich okay. Muss ich ja. Ich weiß, das war böse. Ja, war's. Ja. Ich hätte mich gern hier mit euch beiden duelliert am Start. Ach, ich glaube, ich sag's mal so, ich glaube, James kommt schnell genug ran. Angst. Wovor? Ich stehe auf Pole. Irgendwie geht's. Ich habe so das Gefühl, es muss was um was gehen für mich. Deswegen Ja, Angst. um Punkte. Ja, deswegen. 18 im Idealfall. Stimmt. Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Idealfall wäre 15. Oder wie viel auch immer Ja, für den gut, gut, James auch in der Tat. VWs. Bitte? Matthias. Ich weiß, dass ich vor dir sein werde. Ja, dann. Uiuiui. Kam da gerade so ein Furz India vorbei. Finde ich nicht okay. Ja gut, erste Runde mal noch ruhig angehen lassen, das Feld sich sortieren lassen. Hui. Ach ja, ich habe ein schwereres Auto. Ja, drück Perez vor mir in die Wand. Das ist eine gute Idee, Tobi. Echt? Machst du echt super, ja? Sag ich doch, machst du echt super. Läuft bei Perez. Ich glaube, Tobis Video lohnt sich gerade. Einfach mal umschalten. Nee, man hat es auch bei mir gesehen. Achso, okay. Also dann auf jeden Fall mal umschalten, weil bei mir sieht man gerade nicht Was so er viel. für einen Mist gemacht hat. So, jetzt hat das Feld sich Ja. sortiert. Tobi ist ganz hinten. Das ist das, was ich erwartet habe. Alles gut.
Upsala. Fliegen Holländer gibt da vorne mal wieder Vollgas. Was soll ich denn sonst machen? Erste Runde ist halt der, der zuerst über die Ziellinie fährt, ne? Ja, der, ich weiß. Rundenbeste. Ich muss das sagen. Stimmt, muss er. Führt gar keinen Weg dran vorbei. Ja. Wow. Rutschig. Stellenweise. Matthias wird da von der KI schon behakt. Ja, ich bin auch super soft unterwegs, ne? Das sollte man eventuell erwähnen. Ja. Nee, ich sag nur, dass du da vorne behakt wirst. Das sind ja auch meine, das sind ja auch die Mercedes-Cheater. War jetzt keinesfalls wertend gemeint. Hamilton und Bottas. Ich bin ja ganz froh drum, dass du die KI so ein bisschen aufhältst. Glaub ich dir. Du bist auf Ultrasoft unterwegs? Ja. Na gut. Schauen wir mal, was ich auszahle. Jetzt wird's schwierig gegen die Mercedes. Mit DRS. Merke, mein Auto ist deutlich schwerer als das von der KI. Und zwar sehr deutlich. Na, aber gut, 6 Runden Sprint zu viel. Die Strecke auch mit schwerem Auto zu. Hab ich auch nicht gemacht. Komme ich in den ersten 1, 2, 3 Runden eigentlich immer recht gut rein. Im Renntrim ist Matthias erstaunlicherweise meistens richtig schnell. Ja. Ja, wo ich mir denke, ja, nimmst du da mal ein bisschen. Lass ihn mal ruhig angehen, weißt du? Das ist eine Frage der Strategie. Ja, Tatsache. Fahrer vor mir. Aber Matthias kann bestätigen, dass das Trainingsrennen bei mir so ähnlich ablief. War auch Pol und dann Bande. Erste Runde. Ne, zweite Runde war es, glaube ich. Ne? Das weiß ich schon nicht mehr. Die erste habe ich überlebt. Auf jeden Fall hatte ich da eine Grid-Strafe. Auf ähnlich hanebüchen Art und Weise. Ja, aber du hättest mich da trotzdem nicht gehabt, auch ohne Grid-Strafe. Das ist richtig. War James vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Matthias wehrt sich da gerade mit Händen und Füßen. Oh ja. Das ist sehr interessant zu sehen von hier hinten. Ich spekuliere immer noch drauf, dass die KI in den Kurven ein bisschen schwächer ist. Ist auch nur so bedingt sinnvoll.
Ach, wo ist denn der blöde Messpunkt? Ach, da ist der Messpunkt. Naja. Beide Zonen nur noch. Och Mann. Ja, die hängen zusammen hier. Das heißt, du hast ohne DRS die Runde rausgehauen? Ja. Warum? Wundert dich das? Nö. Ja, dann halt schon... findest du das besonders schnell oder so? Weiß ich ja nicht. Ich hab jetzt nicht, ich hab nur gesehen, Ich nehm deine stumme Bewunderung Runde gerne an. Ich sag, in den Rundenzeiten gar kein Problem. Merkt man natürlich den Ultrasoft doch schon deutlich, ne? Ja, meiner ist schon nicht mehr so schön. Ich möchte mal kurz sagen, ich fahr soft. Ja, ich fahr hinter der KI. Ja. Das habe ich mir aber auch fast gedacht, dass du mittlerweile auch soft unterwegs bist. Freie Bahn noch. Ich meine nur, ich fahr hinter der KI, die teilweise echt schnarcht. Ja, ich habe auch freie Bahn, kann fett fahren. Also. Ja, fett fahre ich auch. Mhm. Sonst wäre das schon lange in die Hose gegangen. Hier. Genug Sprit habe ich ja. Ja, geht gut. Dann ist Jeff ja immerhin zufrieden, wenn es dir gut geht. Was? Nichts. So. Spannter Abend. Fahrer vor mir. Das ist eine scheiß Kameraposition. Ich glaube, die ändere ich mal. Ja, was soll ich sagen? Jetzt einfach Matthias oder soll ich James? Mann, such dir aus, was spannender ist. Ja. Nimm Hamilton. Das könnte man. Oh, Tobi weg? Nein. Das nicht mitbekommen. Nein. Okay. Ja, dann sage ich dir fairerweise, dass ich weggerutscht bin. Und ach, ich habe den Wagen absolut nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Das ist mir passiert mir regelmäßig auf Stadtziel. Nee, war es nicht auf Stadtziel? Sonst wäre Kimi ja schon längst ex und hopp hinter mir. Verstehe, was du meinst. Bei mir war es hinter der nächsten S-Kurve. Hier? Ja, da die Kurve bin ich so schlecht rausgekommen, dass ich links gegen getickt und dann rechts reingekommen. Ach so. Ja, das ist mir auch öfter passiert. Ja. Nur nicht ganz so vernichtend. Ja. Dein lief eigentlich ganz gut. Also ich hatte gerade auf die KI wieder aufgeholt. Bin schon. Komm schon. Aber was willst du machen? Saug dich ran. Kann ja nicht Ewigkeiten. So ein Werbejingle für einen Staubsauger, ne? Ui. Oh. Nix passiert. Dann ist gut. Doch, der Flügel ist ein bisschen angeknackst, aber nix passiert. Kann man sogar sehen. Ja, wenn du mit dem Flügel das schaffst. Also ich habe mich in Kanada immer schwer getan, wenn der Flügel ein bisschen kaputt war. Also alles, was über hellgrün hinausging. Aber wenn du klarkommst, ist doch gut. Ich hätte eigentlich den Versuch gestartet, auf Gelb durchzufahren. Das war auch, glaube ich, sinnvoll. Ich bin ja rangekommen. Naja. Was willst du machen? Vielleicht nächstes Mal nicht so spät abends aufnehmen. Auch. Oh. Ach, das geht schon. Ja.
Dann kommst du weit raus, aber das ist auch immer so, ja, meine Problemkurve. Weil ich die Dirty eher überschätze. Unterschätze. Ja. Verstehe. Ja, habe ich schon verstanden, warum du das meintest. Why? Was war das denn? Weiß es nicht. Emi hat einen Platten. Ja, darum muss er auf der Ideallinie langsam werden. Platten, was hat der gemacht? Kimi, was ist los mit dir? Jetzt fährt er links rüber, fährst du wenigstens in die Box? Nein. Warum hat der einen Platten? Weil er es kann. Er ist schon Runde 10, hat der echt den Reifen zu lange bereits? Boah. Ist kein Tag für Ferrari. Das ist schon Runde 10. Meine Reifen sind noch Akku. Das ist schon gut. In der Kurve ist es mit dem Flügel unangenehm. Oh. Kurz geguckt, welche Strategie Matthias hat. Ups. Deine Strategie? Zeig mir laut Watchbox ein Stoppfenster an, wenn du reingehst. Laut Fenster, ne? Ich glaube, viel länger als das Boxenstoppfenster würde ich den auch nicht fahren, den Reifen. No. 16, 17? 20. 20? Okay, Matthias fährt tatsächlich meine Strategie umgekehrt. Ja, das habe ich auch schon rausgefunden, das wollte ich aber nicht veröffentlichen. Jetzt ist es ja quasi. Also alles gut. Dass wir eine gute Alternative das war übrigens auch meine ursprüngliche Strategie, also James Strategie war meine ursprüngliche auch. Ja, eigentlich sollte ich ja Ultrasoft Soft fahren. Aktuelle behalten. Ja. Dann habe ich auch gedacht, guck mal, was passiert, und siehe da, Soft war sogar eine Sekunde schneller. Also Supersoft, Ultrasoft Supersoft war eine Sekunde schneller. Die Verwirrung. Ich glaube, das könnte ein Sieg für Matthias werden. Du, das sag ich noch nicht. Ich schon. Weil ich im Moment massiv Zeit verliere. Durch den Flügel. Ja, das ist natürlich so. Naja, irgendwann bin ich so weit, dann hole ich auch irgendwie runter. Dann bin ich. Irgendwann, das wird schon noch. Alles entspannt. Geht ja auch nicht um die Punkte. Du verlicht sich. Ne? Okay. Fahrer vor mir. Auf Standard fahren, das geht schon. Auch so ein Punkt, warum ich wahrscheinlich nicht mehr weiter rangekommen bin, ich habe mich auf Standard zurückgestellt. Musste ich jetzt aber auch. Nee, ich musste nicht. Ich habe es nur gemacht, weil mir Fett mit dem Flügel nichts bringt. Ja, das stimmt. Nee, ich musste jetzt auch. Ich habe noch plus 0,3 rum. Mal die Sitzposition korrigieren. Wird auch verlangen. Ich spann mir ganz gut. Was bist du gespannt? Wollte James eben Jeff anhören lassen. Achso. Nee, jetzt mach ruhig. Bin nur gespannt, wann es sinnvoll ist für James reinzugehen, also dass er noch eine Chance kriegen könnte. Vor drei Runden. Wohl vielleicht. Denk auch bitte dran, dass ich während Matthias auf alten Supersoft unterwegs ist, 5 Runden neue Supersoft haben werde. Ja. Die 5 Runden musst du nutzen. Das ist korrekt. Aber ich werde auch Zeit durch den Flügel verlieren. Das heißt, es wird auf 0,0 hinauslaufen. Ja.
Wer weiß, wo du rauskommst, wie sich die KI dann verhält, wie viel blockiert. Boah, das ist furchtbar mit dem Flügel. Nur diese eine Kurve. Ach, cool, ich schalte gerade zu Perez und da gibt's gerade den Stress mit Hamilton. Hamilton hat Perez überholt, indem er ihn weggerammt hat. Oh, schön. Die Mercedes-Taktik. Ja, das hat den beiden eine Sekunde gekostet. Das ist die Williams-Taktik. Was, Williams? Nee, nee, alles gut. Hat Perez denn mit Williams zu tun? Überhaupt nichts. Williams Taktik war, das ist ein Insider von Pete's Meet. Fahrer vor mir. Zwei von den Williams gefahren. Fahrer hinter mir. Den, die weggemacht haben. Okay, der Abstand zum Hintermann. Man könnte es auch die Red Bull Taktik. 7,4 Sekunden. Sie was? Fahren mit alten ultraweichen Reifen. Sich gegenseitig wegmachen, die Red Bull Taktik. Achso, ja. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 würde auch passen. 19,0. Das bei Red Bull war einfach Mighty 333. Übrigens, die beiden Mercedes sind jetzt hinter euch, ne? Ja, das war zu. Ja, lass sie doch mal sein. Sind die werden mich nach dem Boxenstopp werden die auch vor mir sein, das weiß ich. Ja, aber die müssen auch bald rein. Die waren schon. Ja. Sonst werden sie nicht hinter mir. Ja, aber dann fahren die zwei Stops. Tun sie aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Ja, die sind mich nochmal auf Ultrasoft gegangen. Ja, hey, dann fahren die, die. Reifen-Burn-Methode. Ja. Ja, ich feiere die Reifen-Qual-Methode. Mhm, die tun. So. Mein lieber hochgeschätzter Herr Rennsteuer Jeff, Boxenstopp. Halt, du hast es kapiert. Wenn du zu viel sagst und ihn mit Jeff ansprichst, dann könnte auch passieren, dass er Jeff sehr leise erkennt. Ja, deswegen habe ich den Knopf auch erst gedrückt, kurz bevor ich Boxenstopp sagte. Ja, alles gut. Ich fände es auch andersrum lustig. Boah, ist das furchtbar mit dem Flügel. Und dann noch die Reifen. Oh, ist das widerlich. Glaube ich. Freue mich gleich auf neue Reifen, neue Flügel. Glaube ich dir auch. Wird eine sehr angenehme Kombination, glaube ich. Ja. ...64% auf dem Hinterreifen reicht auch. Ja, das reicht. Durchaus. Glaube ich, ja. Ah, kurz entspannen, was trinken. Sehr schön, klemmt die Flügel da dran. Mach fest, lass mich runter. Und jetzt wieder Full Power. Ah. Bock Chemie rausbekommen. Ich hab kurz gedacht, du kriegst wieder Spaß mit Chemie, aber das hast du gut gemacht. Da nee, ich krieg Spaß mit Esteban gleich. Ja. Wobei der jetzt gleich ins Boxenstoppfenster geht. Das ist schön. Der find ich hat begrüßenswert. Runde 16 bis 17. Der kommt aber auch von Platz 11. Der ist also mit frischen Ultrasoft gestartet und konnte dementsprechend ein bisschen länger fahren als du. Ob er jetzt reingeht oder ob er noch eine Runde wartet. Gimme Full Power. 17 heißt, er müsste reingehen. Mm. 17 ist, ja, er geht rein. Full Power!
Fahrer hinter mir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 13,8 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,17,0. Wie fährt sich das jetzt an? Da steht einer vor der Haarnadelkurve. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Magnussen, der ist gerade raus. Okay. Sehr schön. Profi. Das war sehr nah an der Mauer. Übrigens steht bei Luis noch Boxenstoppfenster Runde 10 bis 14. Cool. Stimmt er auch bestimmt. Ja. Da war er nämlich in der Box in der Zeit. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt Ultra so aufpassen, aufpassen, aufpassen. Danke. Sehr schön. Was war? 1:15:04. Hier ist deine Zeit, kommt noch. Hä? Ja. Mach du die schnellste Runde, die ist mir relativ egal, da krieg ich keine Punkte für. Oh, jetzt habe ich auch im Gras gebremst. Oh, Kacke. Ja, das geht ja gut in der Kurve. Fahrer vor mir. Der ist jetzt in der Haarnadel. Ja! Also Jeff könnte glatt die Leute motivieren. Du holst pro Runde 1,4 Sekunden auf. Ah, oh, das ist gut. Renault ist geil. Oh, schneller als Mercedes. Den ja. Reifen auch kein Wunder. Kampf der Werkteams. Pass auf, jetzt versuchen wir das mit der schnellsten Runde nochmal. Oh. Ja, so, kann man so, das machen? So klappt das bestimmt. Ist kürzer. Nur ein bisschen. Hat aber nichts gebracht. Ich war im ersten Sektor langsamer. Ah, okay. Was sich in der ersten Kurve vielleicht ein bisschen verschlechtert. Das kann möglich sein. Der erste Sektor steht, fällt mit der ersten. Kurvenkombination. Ui, das war schon wieder so nah. Ja. Oh, guck mal, da war ich schneller. Oh, oh, oh. Herzinfarkt. Uiuiui. Aber, vielleicht? Nein. Oh. Also wenn das keine Strafe für Wehrlein ist, dann weiß ich es auch nicht. Der ignoriert jetzt konsequent seine halben Runde blau auf lang. Jetzt ja, hat er ist immerhin konsequent dabei. Jetzt hat er gerade 5 Sekunden gespielt. Ja, zu Recht. Aber... finde nicht, dass du so nah dran bist, dass er dich vorbeilassen müsste. Er ist blau geflackt. Ah, die KI geht auch rein. Matthias ist drin. Bottas,
bleibt natürlich draußen, weil Teamkollege und so können ja nicht beide gleichzeitig rein. Das wäre sehr sinnvoll, wenn er das tut, ja. Wobei Red Bull gezeigt hat, es geht auch anders. Also der Doppelstopp funktioniert. Boah, man muss halt nur die Leute dafür haben, ne? Und die Motivation. Im Sinne von, die müssen die Arbeitsschritte dann genau drin haben. Das haben die, glaube ich, alle. Ja, die machen ja die Winterpause über nichts anderes. Ja, mal gucken, ob Bottas jetzt auch reingeht, oder? Na, entweder jetzt oder nächste Runde. Ja, also sein Fenster geht die nächsten 5 Runden. Oh, echt? Großes Fenster, 21 bis 26. Ja, Matthias, dann wird's eine Sache zwischen uns beiden, ne? Ja, ja. Ich sehe das entspannt. Okay. Ich auch. Ja, er geht jetzt rein. Glaube ich. Könnte auch verbissen sehen. Nicht in die Wall of Champions. Nee, ich bin dann lieber nochmal vom Gas gegangen, sicherheitshalber. Eine weise Entscheidung. Jeff, lass mich mit deiner Alternativstrategie in Ruhe. Meine Strategie ist vollkommen in Ordnung, wie sie ist. Das bleibt alles so, wie es ist. Und es ist Obst im Haus. Halt, stopp, das bleibt hier alles so, wie es ist. Es ist Obst im Haus. Absolut. So. Hat Jeff gemeint, dass dein Reifen schon zu abgenutzt ist und wollt ihr noch das Ultrasoft andrehen? Ich weiß nicht, was er mir andrehen wollte. Ich habe da nicht drauf geachtet. Das ist wahrscheinlich nur die richtige Strategie. Ich finde, im nächsten F1-Titel sollte Codemasters einbauen bei der Abfrage der alternativen Strategie, dass wenn man Halt, Stopp sagt, auch die aktuelle behalten ausgewählt wird. Hm. Ein Stopp noch, Matthias. Ja, der fährt jetzt rein. Die Reifen waren nicht schlecht, der fährt jetzt soft. Schon mir jetzt Regenreifen. Ne, rote, die waren besser. Die gleichen von gerade nochmal. Ja, du bist jetzt alle Reifen gefahren, die du brauchst. Jetzt kannst du wieder die roten nehmen. Jetzt kommt die Kür. Ja, das war eigentlich nicht gut. Matthias hat sich eine Mod installiert, der holt sich jetzt Hypersoft. Ja, eindeutig. Uiuiui. Schlippi! Schlippi on the back axle. It was. How comes that? I don't knuff. That's good. But I will tell you, I am faster. Hallo. Anni weiß. Du Knopf. Könnte interessant werden. Knopf-Hoff-Show. Da habe ich eigentlich ein Glas. Das bin ich mir abgefüllt. Weiß ich nicht. I don't Knopf. Für einen Boxenstopp. Ja, das habe ich vorhin probably im Monaco nicht genutzt. Da habe ich mal so Flasche getrunken beim Boxenstopp. Fahrer vor mir. Könnte jetzt interessant werden. Oh. Ja, gleich Kampflinie fahren. Ja, ich sehe aber noch ein anderes Problem bei dir, Matthias. Welches denn? Verrundungen. Stimmt, die halten auf. Wenn du da so ein paar Wehrleins hast, ne? Den 5 Sekunden scheißegal sind. Dann kick ich aus der Bahn. Sowieso 18. sind. Wie weit ist denn der gute Stoffe weg? Van Dorn? Erstmal Wehrlein. Haarnadel alles. Hier ist auch. Ja, ich übrigens auch. Was? Er sieht hier direkt hinter mir. Ja. Schnell auf der Geraden was trinken. Oho.
Jetzt aber mal Doping hier. Upsala. Ja, ist okay. Nehme ich hin. Schade. Ach. Muss ich ja nach 3 Sekunden gleich wegfahren. Ach so. Interessant. Ich fände es übrigens so konsequent, wenn Jeff auch ab und zu mal sagen würde, wir glauben, er hat eine Zeitstrafe erhalten und er irrt sich dabei dann. Kann ja gar nicht. Zeitstrafen sind ja öffentlich. Ja, aber warum sagt er dann, wir glauben? Ja, das ist auch so eine Frage. Weil er es kann. Richtig. Da meint er, weil wir glauben das, was die Rennleitung sagt. Ja, wahrscheinlich. Probably. Weil wenn es auf die Haarnadelkurve zugeht, fängt James an, Englisch zu sprechen. Herr Needle. Affirmative. Indeed. Oh. Jetzt habe ich einen 9. Gang gesucht, der ist gar nicht da. Ja, immerhin schaltest du dich automatisch in neutral, wenn du nochmal hochschaltest. Ja, das wäre auch ziemlich asozial. So, jetzt hoffe ich, dass Wehrlein dich ziemlich lange auffällt, James. Ich glaube, das wird er nicht tun. Ich fürchte sowas ähnliches, aber man kann ja noch hoffen. Ey, wieso krieg ich blaue Flaggen? Was soll das? Ja, du kriegst die blauen Flaggen. Okay, ein bisschen aufgehalten hat er mich. Ich lass Wehrlein ja durch, ist gut. James ist schneller, du musst ihn vorbeilassen, das bedeutet die blaue Flagge. Achso. Ja, bin ich auch. Nee, sehe ich noch nicht. Na gut, aber wenn Matthias keine Scheiße baut, hat er den Sieg wirklich. Ich arbeite drauf. Kommt echt drauf an, was Van Dorn macht. Nusch, klack, Flügel kaputt. Wäre natürlich ärgerlich. Paar Fehler. Oh. Nein, ich habe keinen Puls gegenüber Van Dorn. Nein. Das ist cool, was der James macht. Der Kollege ist echt so durch, ne? Das ist unglaublich. Alter! Jetzt kämpft er doch. Ist es mal gut, Stoffel? Boah, was der mich an Zeit gekostet hat. Das fand ich jetzt ziemlich gut. Also, erstmal ausbremsen. So, so hätte Daniel das auch gemacht. Nee, fand ich gut. Stoffel, da gibt einen Keks. Wie machen wir jetzt hier Schneckenrennen? Nein! Fahrer hier hinter mir! Attacke gegenüber Ericsson. Hat er aufgegeben. Ja, oh, mehr nicht. Das ist schade. Boah! Der Ericsson ist aber auch gut drauf, ne? Also ja. Einfach mal an der World of Champions vorbeilassen, das ist gesund. Aber ich find's gut, dass. Was machen die Quatschköppe da vorne? Find's gut, Alter! Dass weiter versucht, an Ericsson vorbeizukommen. Kwiat, mach die Fliege. Kwiat, mach den Russen. Ich hab hier ein Rennen zu gewinnen, Mann. Zumindest auf der Strecke will ich gewinnen. Wo denn Grosjean ist. Alright. Ah, Matthias hat das schon im Blick. Mal gucken, was Grosjean so macht, ne? Was haben wir noch? Voll. Jetzt habe ich echt das Messer zwischen den Zähnen gerade, das ist... Ja. Hätte mir fast leid für Matthias. Eieiei. Ja, boah. Passt schon. Schade. Aber jetzt bin ich auf der Geraden ein bisschen schneller.
Oh, gelb. Das war's für Sainz. Sainz. Ja, Sainz. Boxenstopp. Das ist nett, danke. War das jetzt passiert? Virtuelles Safety Car. Also für den Endspurt habe ich mir gedacht, gönnst du mal. Oh nein! Oh nein! Wäre es jetzt asozial, Matthias zum Sieg zu gratulieren? Ah! Schade, James. Ja, war selbst schuld. Ja. Meins ja auch. Dann meins auch schade. Fiat stand da rum. Wird wichtig gesehen. Ne, es war immer noch Sainz. Sainz steht da einfach immer noch. Das VSC habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Also. Steht da auch noch. Vektor 1. Jetzt ist Sainz ist weg, aber. Fahrer hinter mir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,8 Sekunden. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 17,9. Soll ich zum Ende der Aufnahme noch was Böses sagen? Ich bin da offen für alles. Du willst. Ah Mann, ich hätte gewinnen können. Ja. Ich hätte die wieder. Ich hätte die wieder eingeholt auf den Ultras. Ja, hättest du. Höchstwahrscheinlich. Ja. Die Kurve darf man, glaube ich. Ja, wäre scheiße, wenn nicht, ne? Darf sich nur nicht häufen. Ja. Ich hätte Matthias auf seinen ausgelutschten Ultras auch noch überholt. Ja, wahrscheinlich. Kann ich gar nichts mehr sagen. Meine waren aber nämlich fast neu. Auf die 3 Sekunden weggefahren. Natürlich. Ja, ohne weiteres. Und so ist weg knapp geworden. Auf jeden Fall. Ja, aber James hatte genug Benzin, der hätte ziemlich lange noch fett fahren dürfen. Was macht der denn da jetzt wieder für einen Terz? Oh, weiß ich nicht. Also ich hätte zum Ende auf den Reifen locker 14er Zeiten fahren können. Und die fährt Matthias jetzt nicht mehr. Ja. Ach. Mann, du willst mich jetzt nicht in der Haarnadel durchlassen. Doch. Ich glaube, da hat sich Codemaster so einen Gag erlaubt und hat die KI so programmiert, dass sie bevorzugt an solchen Stellen vorbeilässt. Immerhin mal ein bisschen DRS hier. Oh Mann, das wären Punkte gewesen. Oh, jetzt. Super. Jetzt. Ne? Super. Hätte er noch niemals bei 3 Sekunden rausfahren müssen. Können wir das Rennen nochmal neu starten? Nein. Wäre ich auch für. Ich auch. Ich nicht. Ja, 2 gegen 1, ne? Das ist mir egal. Überstimmt. Warte mal, James hat die Spielstände abgespeichert, ne? Ja, wenn ich jetzt ins Hauptmenü gehe, ist es ja schon sowieso platt. Da wird aber Matthias sehr beleidigt. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich. Das würde ich nicht so schnell auf mir sitzen lassen. Ja, aber was willst du machen? Nicht mehr mitfahren. Was? Das wäre nicht schlimm, hätten wir. Dann wären wir immer vor dir. Pass auf, fahr du doch auch noch in die Mauer? Nee, nee. Nein, das gönne ich ihm nicht.
Meine Zeit kommt bei den Klassikern. Monaco. Ach, nur immer. Bei den Nicht-Stadtkursen. Großbritannien, Belgien, Österreich, Ungarn. Habe trotz unterlegenem Material hier ganz klar Überlegenheit gezeigt. Hast du. Ja, die wissen ja nicht genau. Das wird so nix. Pfeifenkopf ist das. Bleib ich bei. Ja, wenn es jetzt übrigens so bleibt, dann werde ich einen zweiten Platz machen, ne? Das ist schon klar. Ne, nur sind 2,8. Ja, das wird auf jeden Fall knapp. Na gut, aber zweiter Platz ist immer noch besser als Sieg. Absolut. Aus meiner Sicht. Auch mal schauen, vielleicht klappt es ja auch. Boah, das kommt darauf an, was Stroll jetzt mit Hamilton macht. Zum Beispiel. Lässt ihn in der Haarnadel durch. Zwei Runden noch. Oder wie Peter sagen würde, letzte Runde. Komm, Luis, gib Gas. Oh Mann, das hätte so schön werden können mit dem VSC. Kotzt mich gerade echt an. Glaube ich. Das glaube ich. Mich hat das auch vorhin angekotzt. Ich hatte die leise Hoffnung, ein paar Punkte aus Kanada mitzunehmen. Den Sieg geholt. Außerdem wollte ich mal gucken, wie Matthias so fährt, wenn er unter Druck ist. Dann siehst du jetzt, ja. Nee, so richtig, wenn da jemand dir im Getriebe hängt, so richtig. Ach so, ja, da bremse ich einfach, bis der Frontflügel weg ist. Also asozial, okay. Hat da nicht gesagt. Doch, oh, hab ich. Eine Runde ja, fett. So und ab dafür. Letzte Runde. Hamilton hat was falsch gemacht. Matthias auch. Hamilton hat zu spät auf Fett gestellt und hat zu viel Benzin überschossen. Der ist. In der Kurve habt ihr alle Angst, ne? Schleunige da aus der Linkskurve raus und bleib in der Rechtskurve voll auf dem Gas. Eieieiei. Mal gucken, ob's reicht. Unverdient. Also, wenn ich die letzte Runde so gesehen habe, ja, die war echt hart abgekürzt teilweise. Ja, dann. Oh, eieieiei. Ah, ich mach mal ganz schnell hier die Rennleitung durch, falls das irgendwie die Vorfälle, und dann moderiere ich ganz schnell ab, damit Matthias nicht so lange seinen Sieg feiern kann. Ich hab noch nichts gemacht. Alles gut. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn man bei mir jetzt so
mehr Beobachterperspektive als Rennen gesehen hat. Aber ihr könnt ja bei James gucken. Oder bei Matthias, wenn ihr unbedingt möchtet. Ansonsten, ja. Sehen wir uns in 2 Wochen wieder in, weiß das jemand? Baku. Baku. Juhu. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.